So, und zum zweiten Mal für heute, für mich ist es heute das zweite Mal, ihr kriegt das Video erstmal. Jedenfalls wunderschönen guten Morgen, meine lieben Deutsch-11-Kursler. Nachdem wir letztes Mal angefangen haben mit der Frage, was denn Realismus heißt, und irgendwann mal bei der literarischen Epoche des Frührealismus in Deutschland zu landen, habe ich euch zurückgelassen mit drei Arbeitsaufträgen, zwei Kurzreferaten über Fahrenheit 451 und zweitens über die deutsche Geschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Beides werden wir erst nächste, das erste werden wir erst nächste Stunde brauchen, das zweite habt ihr hoffentlich, wenn alles klappt, morgen schon einmal nun von mir und einmal als Referat von zwei eurer Mitschüler. Das haben sich Freiwillige gefunden, mehr oder weniger freiwillig waren die, und werden das als Video hochladen. Ich hoffe, das klappt alles technisch. Wenn ihr Probleme habt, fragt mich. Nach einigen Hin und Her habe ich es hingekriegt, dass das jetzt funktioniert. Aber wird schon klappen. Entweder bei den Kursmaterialien oder bei YouTube, weiß ich jetzt nicht, was die Autoren dann für einen Weg wählen, aber die werden es uns schon sagen. Behaupte ich mal. Drittens, und damit möchte ich anfangen, habt ihr euch mit den zwei Arbeitsblättern beschäftigt? Zum einen der Frage nach Kunst und Realität, darauf gehe ich jetzt nicht ein, die Fragen waren relativ klar und es ging auch mehr um so Einschätzungsfragen von eurer Seite. Den zweiten Teil möchte ich schon natürlich mit euch anschauen, die Wetterdarstellung in der Literatur. Ich habe ja schon erwähnt letztes Mal, wer sich das anschaut, denkt sich, was will er denn jetzt mit Wetter hier? Und die Idee an der Geschichte ist natürlich, diese 2, 4, 10 oder so Textausschnitte aus literarischen Werken beschreiben alle das Wetter auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Die Idee dabei, Wetter ist jetzt nun was wirklich Reales, was Reelles, ne? Das kann ich messen, das kann ich sehen, das kann ich fotografieren, und trotzdem, wenn wir jetzt sehen, gibt es ja unterschiedliche Antworten darauf. Ich werde die hier jetzt nicht extra alle eintragen, das habt ihr hoffentlich auf eurem Arbeitsblatt gemacht, aber so ein bisschen einige mit euch durchgehen. Was hättet ihr rausfinden können bei diesem Arbeitsblatt? Die Aufgabe war ja, untersuchen Sie an den einzelnen Texten, mit welcher Genauigkeit das Wetter dargestellt wird und wie es verwendet wird, sage ich jetzt mal, mit welcher Funktion. Da hatten wir zum Beispiel aus dem 50. Psalm der Bibel: Unser Gott kommt und schweiget nicht, fressend Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein großes Wetter. Er rufet Himmel und Erde, dass er sein Volk richte. Ja? Fressendes Feuer, großes Wetter geht vor ihm her. Da ist deutlich, ne? Man hat so richtig das Bild Gottes vor Augen, der zürnend hier mit den Blitzen um sich wirft. Ne? Wetter ist hier ein Machtattribut, ne? Zeigt mir Macht an, jemand, Gott, gebietet über das Wetter, also über die Natur, also eine klare Macht darstellen. Klopstock spare ich mir jetzt, Eichendorff habt ihr gesehen, ein Ausschnitt aus der Erzählung Das Marmorbild, ich lese mal vor, lest bitte mit. Das Gewitter schien indes immer näher zu kommen, der Wind, zwischen dem noch immerfort einzelne Töne des Gesanges herzzerreißend heraufflogen, sprich pfeifend durch das ganze Haus und drohte, die wild hin und her flackernde Kerze zu verlöschen. Ein langer Blitz erleuchtete soeben das dämmernde Gemach, da fuhr Florio plötzlich einige Schritte zurück, denn es war ihm, als stände die Dame starr mit geschlossenen Augen und ganz weißem Antlitz und Armen vor ihm. Mit dem flüchtigen Blitzesschein jedoch verschwand auch das schreckliche Gesicht wieder, wie es entstanden. Wie wird es dargestellt? Nur pfeifend, droht zu verlöschen, langer Blitz erleuchtet, flüchtiger Blitzeschein, wären so die Zitate, die man hier anführen könnte. Ja, und wozu nützt es? Ist klar, diese Beschreibung, die kennt ihr nicht so sehr aus Erzählungen, sondern aus Grusel- und Horrorfilmen der unterschiedlichsten Art, habt ihr alles schon gesehen, in Filmen meistens. Da wird natürlich so eine bedrohliche Stimmung aufgebaut. Ne? Hier ein typischer Filmeffekt, schon knapp 100 Jahre vor Erfindung des Films überhaupt schon vorweggenommen, dieser typische Filmeffekt, nur dieser kurze Blitz und oh,
sehe ich das Gesicht dieser Frau und zack, ist es auch schon wieder weg, weil der Blitz halt weg ist. Ne? Typischer Filmeffekt. Also bedrohliche, gruselige Stimmung wird hier gemacht. Heine, schauen wir uns Heine an, aus einem Gedicht von Heinrich Heine aus dem Buch der Lieder. Mag da draußen Schnee sich türmen, mag es hageln, mag es stürmen, klirrend mir ans Fenster schlagen, nimmer will ich mich beklagen. Denn ich trage in der Brust Liebchens Bild und Frühlingslust. Schön, sehr schön, sehr schönes romantisches Gedicht. Auch gar nicht ironisch, wie das beim späteren Heine dann der Fall ist, sondern na, kommt sehr ehrlich rüber. Das müsste sofort jeder analysieren können. Pling muss es machen und die typische Verwendung in der Romantik klar werden. Draußen klirrend kalt, drinnen wunderschön das Gefühl. Also dieser Gegensatz von feindlicher Außenwelt und liebevoller Innenwelt. Das Ganze wird hier symbolisch verwendet. Und auch die Scheibe, die so genau die Grenze darstellt, wird erwähnt. Klirrend mir ans Fenster schlagen. Okay, hüpfen wir ein Stück weit vor. Thomas Mann, der Tote in Venedig. Der Himmel war grau, der Wind war feucht, Hafen und Insel waren zurückgeblieben und rasch verlor sich aus dem dunstigen Gesichtskreis alles Land. Flocken von Kohlenstaub gingen, gedunsen von Nässe, auf das gewaschene Deck nieder, das nicht trocken wollte. Schon nach einer Stunde spannte man ein Segeldach aus, da es zu regnen begann. In seinem Mantel geschlossen, ein Buch im Schoße, ruht der Reisende und die Stunden verrannten ihm unversehens. Es hatte zu regnen aufgehört, man entfernte das leinene Dach, der Horizont war vollkommen. Unter der trüben Kuppel des Himmels dehnte sich rings die ungeheure Scheibe des öden Meeres. Aber im leeren, im ungegliederten Raume fehlt unserem Sinne auch das Maß und die Zeit und wir dämmern im Unangemessenen. Ist klar, als ich da gesagt habe, na, ähnlich wie bei Eichendorff. Hier wird eine bestimmte Atmosphäre aufgebaut. Ich zitiere nochmal die einzelnen Stellen. Grau, feucht, dunstig, gedunsen von Nässe, vollkommener Horizont, trübe Kuppel des Himmels. Also die Atmosphäre, die hier dargestellt wird, die kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Die ist dieses Öde, dieses Leere, die auch zu dieser Figur passt, ne? Die apathisch da irgendwie im Sessel sitzt und sich nicht rührt und nichts weiter tut. Also hier so eine bestimmte Atmosphäre, die aufgebaut wird. Letztes Beispiel aus Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Wunderschöner Anfang des Romans Der Mann ohne Eigenschaften. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts, einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isotherminnen und die Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, des Lichtwechsels des Mondes, der Venus, der Saturnringe und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihren Voraussagen in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut bezeichnet, wenn auch etwas altmodisch ist, es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913. Wunderschöner Anfang, finde ich. Da wird die Ironie, glaube ich, deutlich. Ne? Also dieser typische Erzählanfang, mit dem man eigentlich den Roman anfangen würde, es war ein wunderschöner Augusttag des Jahres 1913, der wird vorneweg ironisiert, indem hier so Fachsprache verwendet wird, eine meteorologische Fachsprache. Die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit und alles wird aufgezählt, ne, der Wetterbericht sozusagen runtergerasselt wie im Fernsehen, um dann ironischerweise zu sagen, mit einem Wort, wenn es auch etwas altmodisch ist, es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913. Also, hier wird das Wetter benutzt, im Grunde nur für diesen Einstieg, auch vielleicht mit der Idee, nahezu mal diesen typischen Romaneinstieg zu ironisieren, wie man hier sonst anfangen würde. Ja, die anderen Beispiele lasse ich jetzt weg, aber es wird schon deutlich und das, hoffe ich, hat sich bei der Frage 2 dann bei euch auch ergeben. Das Fazit. Wenn euch in der Literatur, in der Kunst überhaupt, aber wir bleiben hier bei der Literatur. Wenn euch in der Literatur
die Darstellung von irgendwas Realem begegnet, und das tut es ja dauernd, dann hat das immer, 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 ich habe es extra fett gedruckt, es hat immer eine Funktion. Es hat immer irgendeine Funktion. Auch das Wetter. Klingt jetzt hier so groß und man macht so einen Tafelanschrieb und so weiter, aber ist ja logisch, das kennt jeder aus jedem Film. Na, wenn sich die Helden dem gruseligen Schloss nähern, dann ist das Wetter genau so, wie das Wetter halt ist. Ja. Es ist kein wunderschöner Frühlingstag, ja, sondern da ziehen Wolken auf, die eine bestimmte Atmosphäre machen. Es fängt an zu regnen, ja, und so weiter und so weiter. Gut, also es hat immer eine Funktion in jeder Form von Literatur oder auch im Film tatsächlich. Welche Funktion das sein könnte? Im Grunde sind es drei große Gruppen, die wir jetzt hier gesehen haben. Das erste ist die Möglichkeit, es hat irgendeine symbolische Funktion. Denkt nochmal an den Psalmausschnitt, ne? Wetter oder Macht über Wetter als Zeichen des Allmächtigen. Da ist eine klare symbolische Funktion, das verweist auf was anderes. Oder es stellt eine bestimmte Atmosphäre her. Vor allem in der Romantik ist das sehr, sehr häufig und auch in der realistischen Literatur wird uns das begegnen, dass ich also ein bestimmtes Setting herstelle, wo eine bestimmte Atmosphäre transportiert werden soll. Ich erinnere nochmal an eure gestrige Hausaufgabe oder vorgestrige Hausaufgabe, wo ihr den Text über Anselmus analysiert habt. Der Markt, auf dem es zuerst spielt, wird nicht einfach benutzt, weil es ist halt der Markt, der ist halt da. Nein, der hat eine Funktion. Er zeigt mir hier eine bestimmte Atmosphäre, das ist die trublige Welt, das sind viele Leute, da wird man am Ende noch verflucht und beschimpft und irgendwie schlecht behandelt. Und auf der anderen Seite habe ich dann zum Beispiel den Ort, ne, auch das ist ein bestimmtes Setting, am Fluss, da ist es ruhig, da ist die Natur, da bin ich bei mir und so weiter. Ne, da wird also so ein Gegensatz aufgebaut. Also da wird mit dem Ort hier in dem Fall eine bestimmte Atmosphäre geschaffen. Das Wetter spielt jetzt da, weiß ich jetzt gar nicht mehr, gar keine Rolle. Dritte Möglichkeit. Es ist sozusagen so eine Metapher für die Befindlichkeit einer Person. Auch das kennt ihr aus vielen, vielen Filmen. Ne? Die traurige Person, die auf dem Friedhof sitzt, wäre ein bestimmtes Setting. Ne? Typische kitschige Szenen, wo A den B verlässt, der traurig und weinend zurückbleibt. Natürlich fängt es an zu regnen. Natürlich. Ne? Oder er steht auf dem Friedhof, symbolisch, ne, zeigt das schon seine Befindlichkeit. Oder umgekehrt, vielleicht sogar als Gegensatz. Ne, das Ganze findet statt auf dem Volksfest. Trubelige Lärm und alle freuen sich drumherum. Das ist sozusagen gerade das Gegenteil. Durch den Gegensatz wird die Befindlichkeit der Person dargestellt. Also egal, welche Art von Realität euch dargestellt wird. Der Ort, die Zeit, das Wetter, alles. Die Kleidung, das Auto, das die Leute fahren. Die Bücher, die sie lesen, falls sie es erwähnt, und was die Leute tun. Das sind alles reale Geschichten. Die haben immer irgendeine Funktion. Die haben immer irgendeine Funktion und die lassen sich immer mehr oder weniger in diese drei Gruppen unterteilen. Okay, also, ganz, ganz wichtige Sache und im Grunde ist es ja auch das, ich erinnere nochmal an die Prosa-Analyse, was wir uns natürlich dort angeschaut haben, was ihr da analysieren sollt. So, ihr kriegt, harter Schnitt, ihr kriegt ein Referat zu diesem Thema, aber ich mache das trotzdem nur, damit die Reihenfolge in den Tafelanschriften, Hefteinträgen korrekt ist. Auch nochmal ganz kurz, mach es aber ganz, ganz kurz, den Rest werdet ihr aus den zwei Referaten erfahren, die eure Mitschüler da für euch filmen und einstellen. Ich habe schon erwähnt, es ist wesentlich, wenn ich mir Literatur anschaue, Kunst überhaupt, zu verstehen, in welchem Umfeld, zeitlich, politisch, gesellschaftlichen Umfeld diese Leute leben, die die produzieren. Denn natürlich hängt die Form der Kunst, die hier produziert wird, davon ab, unter welchen Lebensumständen diese Personen aufwachsen. Deswegen unser Blick also auf die sogenannte Vormärzzeit. Der Begriff wird gleich klar werden, hoffentlich am Ende.
Also die Zeit zwischen ungefähr 1815 und 1849-50. Zunächst mal 1815 setzen wir hier ein. Ich gehe noch einen kleinen Schritt zurück. Wir hatten noch in Erinnerung 1789, die Französische Revolution. Das haben wir uns bei der Klassik ja noch angeschaut und gesehen, auch da, na, wie sehr Goethe und Schiller auf die Französische Revolution reagieren. Wie unterschiedlich sie auch darauf reagieren. Das also durchaus was mit ihrem Denken und ihrer Kunst zu tun haben. Wie man zum Beispiel sieht, nochmal bei Schiller, die Tatsache, dass diese Idee entwickelt der Erziehung des Menschen durch die Ästhetik, durch die Kunst, dass das ein direkter Ausfluss ist aus den Ereignissen der Französischen Revolution. Denn er sieht in Frankreich, als die Revolution in ihre blutige Phase übergeht, glaubt er zu sehen, Menschen sind Wilde im Grunde, denen man im Grunde nicht so viel Freiheit geben darf, sonst regiert der Pöbel und das Blut fließt. Sondern man muss sie eben vorher erziehen, bevor man ihnen schrittweise diese Freiheit gibt. Die Aufgabe, diese Erziehung zu übernehmen, hat natürlich die Kunst und vor allem die Literatur, also er letztlich. Ne? Also da sieht man, da gibt es schon Zusammenhang. So, 1789, Französische Revolution. Die Französische Revolution geht relativ bald in ein Kriegsgeschehen über, 1792, aus zwei Gründen. Zum einen dem Bestreben der Französischen Revolution, ihre Werte zu verbreiten in Europa, also anderen Staaten diese Werte zu bringen, auch wenn die das nicht haben wollen. Zweitens aber sehr viel mehr die Angst Frankreichs, und zwar berechtigte Angst, dass die übrigen Staaten Europas Frankreich angreifen, um die Französische Revolution rückgängig zu machen. Warum sollten sie das wollen? Ganz einfach, weil natürlich, wenn ich in Wien sitze und österreichischer König und Kaiser bin, dann habe ich naturgemäß Angst, wenn ich mir anschaue, was da in Frankreich passiert, wie die Adligen hingerichtet werden, wie der König letztlich hingerichtet wird und seine Familie. Das würde mir als österreichischer König zu denken geben. Ne? Vielleicht kommen auch die Österreicher auf die Idee, sowas zu tun. Also, und das ist so das Bestreben der übrigen europäischen Staaten, muss man versuchen zu zeigen, so eine Revolution funktioniert nicht. Man muss Frankreich angreifen, besiegen und die alten Zustände wiederherstellen, damit ja keiner mehr auf die Idee kommt, das zu wiederholen in irgendeiner anderen Hauptstadt. Jetzt sind wir immer noch davor. Ich hole immer zu weit aus, Geschichtslehrerkrankheit. 1799 kommt nun endgültig, wir sparen uns in welchen Schritten das vor sich geht, bis dahin Napoleon an die Macht. Führt davor schon als General die Kriege der Franzosen, der ist extrem erfolgreich. Warum ist er so erfolgreich? Ihr erinnert euch an die Geschichte, ich nehme es noch kurz mit. Jeder hat es hoffentlich im Gedächtnis. Kriege werden im 18. Jahrhundert in der Regel immer noch mit Söldnern geführt. Das heißt, wenn ich Krieg führen möchte als Herrscher, dann kaufe ich mir Soldaten ein. Ob das Menschen aus meinem eigenen Land sind oder aus Polen oder aus Italien oder Spanien, ist dabei völlig egal. Ich heuere die an, um für mich zu kämpfen. Das ist teuer. Klar. Vor allem habe ich aber einen Haufen von Soldaten, der mal mehr, mal weniger motiviert ist zu kämpfen. Die machen das für Geld. Das heißt, wenn es eng wird, dann laufen die mir davon. Oder wenn der Gegner mehr bezahlt, dann laufen die mir davon. Oder wenn sie irgendeine bessere Gelegenheit haben, dann laufen sie mir davon. Denn Soldat sein ist nicht so besonders attraktiv. Sie sind schlecht organisiert. Ich habe die ja gerade erst alle zusammengerufen. Sie sind schlecht ausgebildet, je nachdem, mal mehr, mal weniger. Also eine schwierige Sache. Schon im 18. Jahrhundert erkennt man, es ist natürlich viel geschickter, wenn ich ein sogenanntes stehendes Heer habe. Das heißt eine Armee, wie wir es kennen, die im Grunde ständig bereit ist. Die kann ich ständig trainieren, die sind aufeinander abgestimmt, die tun, was man ihnen sagt. Das ist ihre Dauerbeschäftigung. Der Haken ist, das ist natürlich extrem teuer, denn auch wenn ich nicht Krieg führe, muss ich die ja bezahlen. Ne? Und Ausrüstung bezahlen und. Also ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit, wird aber schon tatsächlich gemacht. Der Vorteil der Französischen Revolution ist aber, sie erfindet gewissermaßen die Wehrpflicht. Ich bezahle kein stehendes Heer mehr, sozusagen Söldner, die dauernd da sind, ich bezahle auch keine Söldner mehr, sondern ich verpflichte bei der eigenen Einwohner in einem bestimmten Alter, als Soldaten zu kämpfen. Das ist neu. Das ist neu. Und ich habe natürlich zwei gute Argumente dafür. Erstens,
nach der Revolution ist es nicht mehr ein Krieg für einen Herrscher, sondern es ist ein Krieg für uns alle, für das Volk. Du, Soldat, verteidigst uns alle, deine Familie. Du kämpfst nicht einfach für irgendeinen Herrscher, der irgendwas will, sondern du kämpfst für uns alle. Und das zweite wichtige Argument sind natürlich die Errungenschaften der Französischen Revolution. Die sind fantastisch. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Mitsprache des Einzelnen. Du bist nicht mehr unterdrückter Leibeigner. Wie toll ist das denn? Aber mach dir klar, du Soldat, wenn wir diesen Krieg verlieren, dann wird das alles weg sein. Die ganzen Vorteile der Französischen Revolution werden die dir wieder wegnehmen. Die werden das Rad zurückdrehen und du bist wieder unfrei und Leibeigner und so weiter. Willst du das? Nein, das willst du nicht. Also häng dich rein. Kämpfe. Die beiden Motivationen führen dazu, dass die französische Armee sehr, sehr motiviert ist, sehr, sehr gut trainiert ist. Ich habe die Leute ja dauernd da. Und drittens natürlich auch sehr, sehr groß ist. Denn wenn ich Söldner bezahlen muss, geht das sehr schnell ins Geld. Da kann ich mir nicht so viele leisten. Während wenn die das pflichtgemäß machen, dann habe ich plötzlich Hunderttausende, ja vielleicht Millionen von Soldaten. Also, kurzum, mit dieser Armee ist Frankreich extrem erfolgreich, erobert fast ganz Europa, scheitert aber letztlich am Widerstand einerseits Englands und dann am Krieg gegen Russland. Das werden wir uns alles nicht anschauen. Und nach dem Sieg, Völkerschlacht bei Leipzig und, dann nochmal sozusagen in einer Art Nachklapp der Sieg in Waterloo, für die Alliierten, die gegen Frankreich kämpfen. Jedenfalls wird Napoleon abgesetzt und verbannt und die europäischen Mächte jetzt, die Siegermächte gewissermaßen, zusammen mit Frankreich, mit dem alten König kann man nicht mehr regieren, der ist hingerichtet worden, aber mit einem Bourbonenherrscher zusammen, setzt man sich zusammen im mächtigsten Land Europas, in Österreich, in Wien und macht dort eine Konferenz. Heißt nicht Wiener Konferenz, sondern Wiener Kongress. Ist aber dasselbe. Und überlegt sich, wie soll Europa jetzt neu gestaltet werden. Denn diese über 20 Jahre Krieg haben ja alles durcheinander gehauen. Auf was kommt man? Erstens, das stimmt bei mir in der Reihenfolge nicht, aber das ist nicht so schlimm. Ziel für die nächsten 100.000 Jahre, das ist so die Idee der Herrschenden, soll sein, nochmal so eine Revolution zu verhindern. Es ist klar, dass das das Ziel der Herrschenden ist. Verhinderung einer Revolution. Nicht nur in Frankreich künftig, sondern in allen europäischen Staaten. Die europäischen Staaten, die Großmächte, beschließen zusammenzuarbeiten, um eine Revolution zu verhindern, indem man zum Beispiel Revolutionäre, die aus dem benachbarten Ausland fliehen, verhaftet und so weiter. Dazu kommen wir gleich. Trotzdem, und das ist jetzt ein bisschen das Problem dieser Herrscher, denn natürlich, ich kann den Staat zurückdrehen und sagen, okay, alles wieder auf Null, alles, wir stellen alles wieder so her wie vor der Französischen Revolution. Das tut man zwar nicht so ganz, aber egal. Das kann man machen, nur die Ideen gehen dabei ja nicht verloren. Die Ideen sind da und die Tatsache, dass man das schon mal geschafft hat, sind da. Also auch die Leute, die in den Mund nicht aufmachen, aber in der Tasche die Faust ballen und sagen, die französische Revolution war genau das Richtige, was da rausgekommen ist, war genau das Richtige. Wir brauchen Demokratie, wir brauchen Gleichheit, wir brauchen Mitsprache, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist es, was wir brauchen. Ich kann es jetzt momentan nicht durchsetzen, weil die Gegner der Revolution, die reaktionären Kräfte, wie man sagt, gewonnen haben, aber na, dafür sollte man kämpfen. Drittens, jetzt hier bei mir der erste Punkt, egal. Gleichzeitig erleben wir eine Zeit großer politisch-sozialer Umbrüche. Ihr habt jetzt alle gerade in Geschichte in 11.1 die Industrialisierung euch angeschaut. Das Leben ändert sich nun in diesem Zeitraum unglaublich. Von einer Agrargesellschaft hin zu einer Industriegesellschaft mit allen Vorteilen, die das hat, medizinische Forschung und so weiter. Ihr erinnert euch aber auch Nachteile, die das hat. Pauperismus, sage ich nochmal als Stichwort, prekäre Lebensverhältnisse, Not und Elend überall. Das heißt, gleichzeitig ändert sich das wirtschaftlich-politisch-soziale Leben gewaltig. Weil es den Herrschern
natürlich nicht gelingt, diese Ideen zu unterdrücken. Wie soll ich kontrollieren, was Menschen denken? Reagiert der Staat, 18, die Staaten, muss man sagen. Ich hau das jetzt alles in einen Topf, das reicht für uns. 1819 mit den sogenannten Karlsbader Beschlüssen. Anlass war die Aktion eines Revolutionärs. Ich erspare euch jetzt mehr. Der Staat schlägt zurück und er versucht genau das hinzukriegen. Na, ich kann zwar die Leute verhaften, aber die Ideen kann ich nicht verhaften. Also muss ich versuchen, die Ideen zu verhaften. Wie mache ich das? Indem ich Texte zensiere, indem ich die Leute bespitzle, wo drei oder vier Leute zusammen sind, muss mindestens ein Spitzel des Staates drunter sein, der gleich mitschreibt, was die da reden. Dann kann ich die sofort verhaften, bevor sie noch was machen. Und wenn sie was machen oder ich merke, dass sie staatsfeindlich denken, revolutionär denken, dann kann ich sie verfolgen, verhaften, ins Exil treiben oder ins Gefängnis sperren. Das heißt, die Zeit des Vormärz ist eine Zeit der ständigen Zensur, Bespitzelung, Verfolgung von Menschen, die irgendeinen kritischen Gedanken zum Staat haben oder gar revolutionäre Gedanken, Freiheit, gleiche Brüderlichkeit. An der Stelle, aber dazu dann nächstes Mal mehr, werdet ihr euch und ich mir auch natürlich die zwei Referate über Fahrenheit 451 anschauen. Da geht es genau um diese Frage, wenn auch in einem moderneren Kontext. So, in diesem Staat lebe ich. Ein repressiver Staat der übelsten Sorte, heute vergleichbar mit irgendwelchen Diktaturen, halbdiktatorischen Systemen, wo ich aufpassen muss, was ich sage, sonst schreibt irgendeiner ein Gericht, verpfeift mich bei der Polizei und nächsten Morgen steht möglicherweise die Polizei in meinem Schlafzimmer und nimmt mich mit. Wie reagiere ich darauf? Da sollte eigentlich wäre es sinnvoll, wenn hier ein Fragezeichen wäre. Reaktion der Bevölkerung? Fragezeichen. Wie reagiere ich darauf? Zwei Möglichkeiten habe ich. So alles in allem. Viel dazwischen natürlich. Aber im Grunde habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich halte mich halt einfach raus. Egal jetzt mal, ob ich die Zustände gut, richtig, falsch, wie auch immer finde, ich mache halt den Mund nicht auf. Ich beschäftige mich gar nicht mit Politik. Das ist seit dieser Zeit eine sehr deutsche Haltung, muss man sagen. Die ist in Deutschland sehr viel ausgeprägter als in anderen Staaten, zum Beispiel wie Frankreich, wo man einfach gelernt hat, kämpfen lohnt sich, die Revolution kann siegen. Das ist sehr deutsch. Und er kennt diese typische Haltung, selbst von intelligenten Leuten. Sozialkundelehrer finden die mal gar nicht gut. Aber selbst intelligente Leute, da muss man nicht dumm sein zu sagen, Politik ist einfach ein Drecksgeschäft. Da verbrenne ich mir nur die Finger. Da mache ich mir Feinde. Da geht es mir, je nachdem, in welchem Staat ich lebe, sogar wirklich schlecht. Ich halte mich einfach raus. Ich bleibe daheim. Ich backe Kuchen, ich mache mir gutes Essen, ich lese einen guten Roman und ansonsten halte ich mich aus der Politik einfach raus. Für den Staat sind so Leute ideal, für die Diktatur, ne? Ist klar. Der mupft nicht auf, er ist vielleicht kein Fan des Staates, aber er würde nie irgendwas tun, um sich Ärger einzuhandeln. Ne? Er hält einfach sein Maul und läuft halt mit. So funktionieren Diktaturen natürlich, wenn ich das. Trotzdem kann man natürlich verstehen, nicht jeder ist ein Revolutionär, der sagt, egal, ich gehe in die Verfolgung, ich gehe in die Schweiz ins Exil, ich kämpfe weiter. Das ist vielleicht schön und ehrenwert, aber kann man natürlich auch nicht von jedem erwarten. Wir werden in den nächsten Stunden sehen, die Literatur, die zu diesem Lebensstil passt, wird den Namen Biedermeier-Literatur tragen. Also eine Literatur, die alles ausklammert, was eigentlich aktuell ist. Die sozialen, politischen, wirtschaftlichen Umbrüche, die Ideen der Revolution, die Repression des Staates, das erwähne ich ja alles nicht. Ne? Wir werden dann Geschichten sehen, Erzählungen sehen, wie zum Beispiel bei Stifter, von einem kleinen Landpfarrer, der sich seinen letzten Groschen abspart und dann nach 100 Jahren, nach seinem Tod, glaube ich, ist es schon, eine Brücke mit diesem Geld bauen zu lassen, auf der die Kinder künftig sicherer über den Fluss kommen. Und man liest es und denkt sich, das könnte auch im 14. Jahrhundert spielen. Das hat mit der Zeit überhaupt nichts zu tun.
diese Biedermeier-Literatur, wenn wir uns natürlich anschauen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die genau die, die ich vorher erwähnt habe, ne, die dastehen, vielleicht den Mund jetzt erstmal auch noch nicht aufmachen, aber mit geballten Fäusten in der Tasche dastehen und nur darauf warten, zu sagen, nein, die Französische Revolution hat ja recht und wir müssen das hier durchsetzen, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, überall. Freiheit, Demokratie, Mitsprache. Ne? Und die dann natürlich auch möglicherweise so weit gehen, für diese Ziele zu arbeiten, zum Beispiel mit Flugblättern, mit Texten, die sie verteilen und so weiter. Das ist natürlich gefährlich und diese Arbeit ist natürlich immer verborgen, subversiv, um die revolutionären Ziele voranzubringen. Diese politisch engagierte Literatur, wir werden dann sehen, warum, trägt heute den Namen Vormärzliteratur oder Junges Deutschland. Junges Deutschland spielt darauf an, dass das meistens eher junge Menschen sind. Wie der Georg Büchner werden wir sehen, von dem wir ja den Woyzeck lesen werden. Also Leute, die revolutionär arbeiten wollen. Ich brauche, glaube ich, keinem, ich sage keinem hier was Überraschendes, wenn ich sage, die meisten von denen sind nicht in Deutschland, sondern die hauen ab ins Exil, hauen ab nach Frankreich, wo es ein bisschen leichter ist, oder in die Schweiz, wo es ein bisschen leichter ist und wo sie nicht verfolgt werden. Denn in Deutschland würden sie eben sofort verhaftet werden, wenn man sich aufgreifen würde. Ist also eine gefährliche Art von Literatur für die Autoren. Die Tatsache, dass ein großer Teil der Bevölkerung letztlich unzufrieden ist und diese reaktionäre Politik ablehnt, zeigt sich dann 1848. Jeder hat zumindest hoffentlich noch das Datum im Kopf. 1848 kommt es zunächst mal in Frankreich, da ist es schon gewissermaßen vorbildhaft, erfolgreich übrigens, und dann sozusagen nachgemacht in den deutschen einzelnen Regierungsstädten zur Revolution. Die Deutschen machen eine Revolution, das ist neu. Die Deutschen machen eine Revolution und diese Revolution wird bodenlos scheitern. 1848, 49, die wird bodenlos scheitern. Ich werde jetzt nicht die Geschichte der Revolution hier nacherzählen, brauchen wir auch nicht. Warum aber, das ist vielleicht noch ganz interessant, warum wird sie scheitern? Erstens, Deutschland ist geografisch ungünstig. In Frankreich, wenn ich eine Revolution mache, mache ich die in Paris. Wenn ich Paris gewonnen habe, dann habe ich ganz Frankreich gewonnen. Punkt. In Deutschland? Wo mache ich dann die Revolution? Ja, eine in München? Ja. Eine in Berlin? Ja. Eine in Stuttgart? Ja. Eine in Frankfurt? Hamburg? Also Deutschland ist viel mehr zersplittert bis heute, ja. Ne? Bis heute gibt es nicht die zentrale Hauptstadt. Nein, wir sind gewohnt, föderal strukturiert zu sein. Da gibt es eine Menge von großen Städten, die alle so ähnlich groß sind. Heute Berlin ragt vielleicht noch ein bisschen raus, aber im Prinzip macht sich das keine große Konkurrenz. Das ist ein bisschen ein Problem, natürlich. Denn wo mache ich dann die Revolution? Sie muss überall gleich sein, gleich erfolgreich sein. Zweiter wichtiger Grund, die Revolutionen, die jetzt stattfinden, nämlich überall in diesen Städten passieren ja Revolutionen, die sind nicht koordiniert. Die sind nicht miteinander vernetzt, was jetzt natürlich 1848 auch schwierig ist, das ist klar. Also sie sind unkoordiniert. Drittens, und das ist vielleicht das größte Problem, schon gleich nach Ausbruch der Revolution, da passiert kaum irgendwas, machen alle Fürsten Zugeständnisse. Ja, 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 wir geben nach, wir geben nach, wir geben nach. Und die Revolutionäre stehen auf dem Standpunkt, ja prima, das ging aber einfach. Sie setzen sich zusammen, sie lassen wählen, eine verfassungsgebende Nationalversammlung, die tritt dann in Frankfurt in der Paulskirche zusammen und die sitzt dort ein Jahr lang und arbeitet eine Verfassung aus. Eine demokratische Verfassung für dieses Land. Und die ist super. Der Haken ist, was machen die Fürsten inzwischen? Sie rüsten auf. Sie geben zunächst mal nach, damit ist die Luft raus aus der Revolution. Ja, wir tun alles, was ihr wollt. Rüsten auf und als die Verfassung fertig ist, lassen sie
an vielen Orten ihre, vor allem Frankfurt natürlich, ihre Armeen aufmarschieren und sagen diesen Revolutionären, so, und jetzt geht heim, sonst gibt es Ärger. Und das ist bodenlos das Ende der Revolution. Was war also das Problem? Ja, man hat den Fürsten geglaubt, die hinterfotzig sind, wie sich gezeigt hat. Und ein zweites Problem zeigt sich dabei, nämlich eines, das ein Herr analysiert, der ab der Jahrhundertwende in München im Exil sitzt. Das ist ein Russe, sitzt in München in der Schellingstraße und beschäftigt sich mit der Frage, wie macht man eigentlich eine Revolution so richtig? Und er beschäftigt sich sehr viel mit der Revolution von 1848, gerade weil die so schief ging, und analysiert, was ist da so schief gegangen? Dieser Herr heißt Lenin, ist ein Russe und wird 1917 der erfolgreiche Führer einer Revolution in Russland sein, die dann die Sowjetunion, aus der die Sowjetunion entsteht. Und seine Analyse ist interessant. Was ist da so schief gelaufen? Was haben die falsch gemacht? Unter vielen, vielen Gründen, manche, die ich jetzt schon genannt habe, ist ihm einer besonders wichtig. Sie haben auf die Fürsten vertraut, okay, war ein Fehler, und zweitens, sie haben keine eigene Armee gehabt. Sie dachten ja auch, das ist nicht nötig, die Fürsten geben nach. Seine Erkenntnis aus diesem Scheitern ist, wenn wir diese Revolution machen, wir brauchen eine eigene Armee, so richtig Armee, nicht so ein paar Hansel mit Gewehr, wir brauchen eine richtige Armee, die muss richtig armeemäßig organisiert sein. Nur dann können wir uns auch durchsetzen. Nur dann können wir dafür sorgen, dass vielleicht irgendwelche Zugeständnisse vom Fürsten auch eingehalten werden. Okay, diese Armee wird er aufbauen, ne, mit seinen kommunistischen Genossen, und die wird dann Rote Armee heißen. Ne? Im Gegensatz zur Weißen Armee des Zaren, der Alten Armee sozusagen, wird man also eine eigene Rote Armee zur Verfügung haben, was die Revolution entsprechend erfolgreich macht. Nochmal zurück, hier hat man diese Armee nicht, man vertraut auf die Fürsten, man hat ja gewonnen, die haben doch gesagt, wir machen es. Das ist ja immerhin ein König, das ist ja immerhin ein Herzog, der wird mich doch nicht belügen. Doch, tut er. Stellt sich leider raus. Was daraus dann für eine Folge für die Gesellschaft und die Einstellung des Einzelnen wächst, werden wir sehen, dann im nächsten Schritt bei der realistischen Literatur. Richtig realistische Literatur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hier können wir also erstmal festhalten, in zwei Sätzen, drei Sätzen, es gibt große soziale, politische, wirtschaftliche Umbrüche. Die Ideen der Französischen Revolution werden weiter vertreten, haben aber keine Chance, weil sie von den einzelnen Staaten verhindert werden durch Zensur, Bespitzelung und Verfolgung. Die Bevölkerung reagiert darauf entweder mit Rückzug ins Privatleben, ich beschäftige mich einfach nicht mehr mit Politik, sondern mit meinem Geschäft und mit meiner Familie und mit anderen Dingen eben. Und es gibt einen kleinen Teil von revolutionären Literaten, die weiterhin für die Revolution arbeiten wollen, mit Flugblättern, mit Reden, mit was auch immer. Nur die sitzen meistens entweder im Gefängnis oder im Ausland, damit sie eben gar nicht erst ins Gefängnis kommen. Das Ganze kulminiert dann in dem erfolglosen Revolutionsversuch von 1848. So, das ist im Grunde der Plan für unsere nächsten Stunden. Wir werden uns natürlich zunächst mal diese Art, das ist die interessantere zunächst mal, spannendere Literatur anschauen. Und dann natürlich aber auch diese Biedermeier-Literatur. Zunächst mal aber noch nächste Stunde dann. Wenn wir uns anschauen, wie diese Verfolgung zum Beispiel ausschaut, welche Schriftsteller trifft es und wie wird da vorgegangen. Genau, ich wünsche euch was. Bis dahin, schöne Tage. Dieses Video werdet ihr jetzt am Donnerstag kriegen. Also von jetzt aus gesehen morgen. Das werdet ihr am Donnerstag kriegen. Und wir sehen uns dann zu dem nächsten Schritt am Montag wieder. Ich versuche mich halbwegs an die Schule Stundenzeiten zu halten und werden von da aus dann weitergehen. Hausaufgabe. Als Hausaufgabe werde ich euch dieses Arbeitsblatt hier einstellen über literarische Zensur. Ihr findet es dann bei den Kursmaterialien, um mal ein bisschen das hier genauer anzuschauen. Aufgaben sind hier drauf, drei Stück sogar.
Schaut euch das bitte an, macht diese Aufgaben bis zum nächsten Mal, bis Montag also, und wir sehen uns. Bis bald.